So, dann sind wir drauf. Jawohl. Hallo, herzlich willkommen zum Live-Event heute Abend. Vollprofi kann man sagen, oder auf den letzten Drücker. Natürlich gab es am Ende ein paar technische Probleme. Wir haben gestern alles gecheckt, 100.000 Mal geguckt, dass alles funktioniert. Und sobald es soweit ist, hat natürlich nichts mehr funktioniert. Und um 19:59 und 55 Sekunden hat es dann doch funktioniert. Also, herzlich willkommen allen, die schon dabei sind. Das ist übrigens mein erstes Webinar. Ich habe sowas noch nie gemacht. Freue mich aber, dass ich heute mit dabei sein kann. Mein Name ist Stefan Meixner. Ich bin ja bester Freund von Mike. Und als er mich gebeten hat, heute Abend so ein bisschen dieses Event zu moderieren und durchzuführen, habe ich natürlich sehr, sehr gerne zugesagt. Freut mich, dass ihr dabei seid. Wer auch zum ersten Mal sowas macht, der sieht im rechten Bereich die Chat-Funktion. Das heißt, dort könnt ihr jederzeit eure Gedanken reinschreiben oder einfach mal schreiben, ob alles funktioniert, ob ihr alles hört und alles sehen könnt, damit wir auch gleich uns wunderbar austauschen können. Natürlich könnt ihr darüber auch Fragen stellen nachher und Mike wird es alles beantworten. Ja, also, es lohnt sich übrigens dran zu bleiben bis zum Schluss, weil es gibt ja auch ein Gewinnspiel. Mike wird euch dann noch genau sagen, was es alles zu gewinnen gibt. Ja, der Mike und ich, uns verbindet eine Freundschaft und eine lange gemeinsame Karriere beim Radio. Fast 20 Jahre haben wir zusammen bei Antenne Bayern gearbeitet. Viel Spaß gehabt und uns vor allem auch sehr gut persönlich kennengelernt, mehr als gut. Ich glaube, wir kennen uns in- und auswendig. Unsere Freundschaft ist so, dass der andere eigentlich nichts sagen muss und dann weiß man sofort, was der andere denkt oder gleich tun wird. Wenn ich beschreiben müsste, was ist der Mike für ein Typ, dann auf alle Fälle würde ich sagen, er ist ein Wissensschwamm. Der Mike saugt Informationen auf wie ein Schwamm. Wenn ihn ein Thema interessiert, dann macht er das sehr gründlich und zwar meistens monothematisch. Er kniet sich in ein Thema rein und dann weiß er aber auch, wie dieses Thema funktioniert und zwar so genau, dass ihm niemand mehr irgendetwas darüber erzählen kann, das er nicht weiß. Das gilt sowohl fürs Berufliche als auch fürs Private. Das heißt dann zum Beispiel, wenn wir im Flugzeug sitzen nach Las Vegas, weil wir Urlaub machen und dort ankommen, dann weiß der Mike natürlich, bei welchem Glücksspiel die Chancen am höchsten sind, doch zu gewinnen. Er weiß, wie man zum Beispiel am Roulette-Tisch setzen muss. Er weiß auch, an welchen Tischen man spielen darf und an welchen nicht. Und er weiß auch, wo diese Tische in den größten Casinos stehen. Ich bin genau das Gegenteil. Ich nehme Informationen nur so viel auf, wie ich unbedingt haben muss, um einigermaßen Bescheid zu wissen und den Rest macht ja der Mike. Die zweite Eigenschaft, die ihn wirklich auszeichnet und die ihn auch so liebenswert macht, aus meiner Sicht, ist, dass er fast schon eine kindliche Freude daran hat, Wissen zu vermitteln, anderen Menschen etwas beizubringen. Man kann dem Mike keine größere Freude machen, als wenn man das, was er weiß, das, was er sich draufgepackt hat, annimmt, umsetzt und dann sagt, das hat wirklich funktioniert. Das ist für ihn das Allergrößte. Und deshalb ist heute auch so ein toller Tag, weil heute erscheint ja sein Buch Geld allein ist auch eine Lösung. Und da steckt all das Wissen drin, das er sich über viele, viele Jahre aufgebaut hat, zu einem seiner Lieblingsthemen. Vielleicht ist es sein absolutes Lieblingsthema. Wir können ihn gleich fragen. Es geht um Geld und er möchte ja ein für alle Mal damit aufhören, nicht über Geld zu reden, automatisch als geldgierig, zu gelten, nur weil man sein Geld vermehren will. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, und das ist Jahre her, da war seine jetzige Karriere noch gar nicht geplant oder da war das noch gar nicht abzusehen, wie sich das entwickelt. Aber Mikes Traum war immer, dass sein Geld sich vermehrt, ohne dass er aktiv dafür arbeiten muss. Also quasi so nebenher. Und natürlich hat er auch dieses Thema perfektioniert.
Und die Essenz daraus kann man ab heute lesen. Und ihr und ich, wir sind jetzt dabei. Und er darf uns etwas mehr darüber sagen. Und jetzt holen wir ihn rein und begrüßen the man of the day, Mike Hager. Zeig dich. So mit dem Vorhang die ganze Zeit, ne? Ist er schon fertig? Ist er schon fertig? Muss ich mal rausschauen? Ach Gott, oh Gott, ich habe ganz rote Backen und auch ganz rote Wangen. Erstens, weil sie 28 Grad und weil ich ganz berührt bin von deinen Worten, Moixi, mein Lieber. Du weißt es, es ist ja tatsächlich so. Und das, ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Ich schätze das, dass du so dein Wissen gerne teilst. Das finde ich toll. Ja, mache ich tatsächlich. Und du bist, wie soll ich sagen, schon sehr oft Leidtragender gewesen, weil ich gesagt habe, Meixl, das musst du so machen. Ich bin vor allem ein Härtefall, ja, weil das ja, also ich, wie gesagt, ich nehme ja, ich würde ja dann sagen, mach du es doch für mich, aber also immer dann, wenn ich selber sehr viel aufnehmen muss. Ich kann mich auch an Momente erinnern, wo ich gesagt habe, Mike, morgen lerne ich gern weiter, für heute ist mal Schluss. Das stimmt, das stimmt. Aber ja, es ist tatsächlich so wie du sagst, ne, mir macht es halt wirklich eine wahnsinnige Freude und es ist halt tatsächlich so, wenn Menschen zu mir sagen, boah krass, Mike, ich habe das so gemacht und es hat funktioniert, dann freue ich mich einfach immer, weil es einfach, ich bin da wie so ein Kind. Ich habe dann was entdeckt und wenn ich was entdeckt habe, dann will ich es allen meinen Freunden zeigen und ich habe dann so einen Kniff entdeckt, wie was schneller oder besser oder sonst irgendwas geht. Und wenn dann die Freunde sagen, boah krass, Mike, das hat echt funktioniert, dann bin ich total happy und das haben wir ja bei dir Gott sei Dank das ein oder andere Mal auch schon hinbekommen. Also alles, was ich, also sehr vieles, was ich in meinem Leben umgesetzt habe und was Bestand hat, sind tatsächlich Tipps von dir, auch was Geld betrifft, können wir sicher auch noch drüber reden. Aber jetzt sag doch mal, heute ist dein Buch rausgekommen. Das ist ja, ich will nicht sagen dein Lebenswerk, aber ich weiß, dass wir über ein Buch gesprochen haben. Da war noch nicht abzusehen, dass es wirklich mal dazu kommt. Heute ist der Tag. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Was geht in dir vor? Das ist echt so, ne? Ich habe das Buch geschrieben, als wäre es mein Lebenswerk. Ich bin wirklich, da ist kein einziger Satz drin, wo ich irgendwann mal beim Schreiben gesagt habe, ja, das ist jetzt nicht so ganz rund, aber passt schon. Null. Ich habe mich in jedes Ding reingefuchst mit so diesem großen Ansinnen. Ich wollte halt, dass es ganz leicht zu lesen ist. Ich wollte und einer meiner Testleser, du warst ja einer von drei Testlesern, der es gelesen hat, hat gesagt, boah, das Buch, das kann man weglöffeln wie so ein fluffiges Tiramisu. Mhm. Und bei dir hat es mich halt deswegen so gefreut, weil du erinnerst dich noch, wir sind bei mir auf der Couch gesessen und haben einen Wein getrunken und ich habe gesagt, boah, jetzt bin ich schon langsam echt ein Stück weit und hab ich gesagt, ich könnte ja mal was vorlesen und dann hast du gesagt, ja, lese halt mal was vor. Dann habe ich so ein Kapitel vorgelesen, wohlgemerkt einem Menschen, der sich nicht für Geld interessiert. Und dann lese ich so und dann sagt der Michael, Gott, das ist richtig gut. Magst noch ein Kapitel lesen? Und irgendwie sind wir am Schluss, glaube ich, da gesessen. Ich habe 2 Stunden, keine Ahnung, wie viele Kapitel gelesen. Und das hat mich vor dem Hintergrund, dass du halt, wie ich ja weiß, dich für Geld nicht so interessierst, hat mich das extrem gefreut, ne? Ging mir gestern übrigens wieder so, weil ich mir gedacht habe, ach, für morgen schaue ich nochmal ein bisschen, blätter ich nochmal so ein bisschen durch. Hab's schon gelesen, aber habe ich nochmal so ein bisschen nach. Und dann bin ich wieder bei 2 Seiten hängen geblieben und gedacht, nee, das muss ich jetzt gleich, das mache ich gleich noch morgen, weil das, wenn das einmal wieder, also Geldmagnet und all diese kleinen Dinge, die nicht viel Vorbereitung brauchen, die man sofort umsetzen kann, das sind natürlich für mich die Highlights. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Einstieg, um dann zu sagen, so, und jetzt beschäftigt man sich mehr mit dem Thema. Ja, das ist halt wirklich so. Diese beim Lesen, ich habe halt sehr viel Sachen eingebaut, die du während des Lesens dir denken kannst, ah ja, okay, das beschließe ich, das mache ich ab jetzt. Und dann kannst du es halt auch ab jetzt sofort, wenn du das Buch weglegst, machen. Und das sind für mich immer die Sachen, die mir ganz wichtig sind, dass ich nicht irgendwelche theoretischen Konstrukte beschreibe, wo man dann erstmal nochmal sich vielleicht noch 10 Bücher holen muss, sondern dass ich wirklich sage, hey, das ist der einfachste Weg. Ich habe mehrere ausprobiert, auch die schwierigen und auch viele Fehler dabei gemacht. Und wenn du diesen einfachsten Weg machst und jetzt mal mit gleich ein paar so Dingen anfängst, dann geht's recht leicht. Das ist ja Wissen, das über, das, du hast ja nicht gesagt, so, ich schreibe ein Buch, jetzt beschäftige ich mich mal mit Geld 1-2 Jahre, dann weiß ich alles, sondern das ist ja etwas, was gewachsen ist, 20,
Ja, 20 30 Jahre. Jahre, keine Ahnung. 20 Jahre, ziemlich genau sogar 20 Jahre. Also ich habe tatsächlich schon sehr früh angefangen, mich mit Geld zu beschäftigen, aber so mit diesem großen Trauma dieser Schulden, die ich hatte, da habe ich mich dann sehr mit Geld beschäftigt und sind jetzt gute 20 Jahre tatsächlich, ja. Also es gab einen guten Grund, sich mit Geld zu beschäftigen, weil du nämlich an dem Punkt warst, dass du keins hattest und irgendwie sagen musstest, so, wie geht's jetzt weiter? Ja. Und der Anfang der Geschichte ist ja eigentlich gar nicht so lustig, weil vielleicht magst du es nochmal kurz in zwei Sätzen Ja. erzählen. Mei, weißt du, stehst halt dann da als junger Bub mit 20, hast 35.000 Euro Schulden. Ich hatte keinen wirklichen, also weißt, meine Eltern waren beide Lehrer und finanziell alles in Ordnung. Nur ja, mein Vater hat an der Börse auch so ein bisschen seine Fehler gemacht um die Jahrtausendwende. Und ich hätte jetzt niemanden gehabt, wo ich hingehen hätte können und hätte sagen können, oh, kann ich bitte? Ja, das heißt, ich wusste, ich habe keinen, ich turne hier am Trapez rum, habe aber kein Netz und keinen doppelten Boden. Das hat auch in manchen Situationen, hat eben dazu geführt, dass ich mich sehr mit dem Thema Geld auseinandergesetzt habe. Es hat aber auch in manchen beruflichen Situationen dazu geführt, dass der ein oder andere, der mit mir in Verhandlung war, mich nicht als sehr angenehmen Verhandlungspartner empfunden hat, weil ich hatte halt so eine innere Grenze, wo ich wusste, da muss ich drüber, weil ich kann nicht für irgendwie viel weniger arbeiten, weil ich habe hier den Schuldenberg abzubauen. Und ja, das hab ich dann halt immer wieder auch zurückgespiegelt bekommen, so nach dem Motto, naja, mein Mike, wenn es ums Geld geht, da wird es dann aber schon kritisch. Naja, also geschenkt hat es bei mir halt nichts gegeben. Ich hatte keine Möglichkeit, was herzuschenken. Aber wenn du halt so einen, naja, Schmerz hast, ne? Schmerz ist immer der größte Veränderer. Und wenn du so einen Schmerz hast, so ein, naja, für mich war das damals ein traumatisches Erlebnis, auf so einem Schuldenberg zu sitzen. Wenn du so einen Schmerz hast, der verändert schon was. Wie mit meinem Gewicht damals, ja? Irgendwann, das ist halt so eine Tonne und da tropft Schmerz immer so rein und irgendwann kommt der letzte Tropfen und dann geht die Tonne über und dann ist der Schmerz zu krass gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, und ich muss auch abnehmen. Ich werde abnehmen und mein Gewicht verlieren. Ja? Also all das ist aus dem Schmerz entstanden, aber das ist die gute Nachricht an alle, die jetzt da draußen vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch, ich sage jetzt mal, Schmerzen in Anführungszeichen verspüren. Daraus entstehen mitunter die schönsten und besten Sachen, und Schmerz ist ein guter Lehrer. Man muss aber nicht zwangsläufig jetzt Geldprobleme haben, um mit deinem Buch was anfangen zu können. Auch wenn man, also für mich ist zum Beispiel ein großer Schmerz, wenn ich mich intensiv mit dem Thema Geld und Finanzen auseinandersetzen muss. Das war, glaube ich, einer der größten Knackpunkte unserer Freundschaft. Also nicht, dass die Freundschaft darunter gelitten hätte, aber du hast sehr, sehr oft versucht, mich für das Thema zu begeistern und wenigstens mal so ein paar Grundschritte zu machen. Ich habe mich trotzdem erfolgreich gewehrt, sehr lange, aber jetzt mittlerweile habe ich einiges umgesetzt. Würdest du mal zwei, drei Sätze sagen, wo dein Buch da angreift? Menschen, die jetzt gar nicht Riesenprobleme haben, aber die sagen, ach, ich will nicht jeden Tag schauen und wo das Tagesgeldkonto und wo sitzt da, denkst so, was kannst du da bieten? Das Buch greift halt da an, weil ich tief in mir drin wahrscheinlich schon auch ein bisschen ein fauler Mensch bin. Das heißt, ich suche halt nach den einfachsten und schnellsten und auch No-Brainer-mäßigsten Wegen, wo ich auch mich selbst auch immer wieder ein bisschen austricksen kann. Ja, und darum geht es ja ganz oft, wenn wir in unserem Leben was erreichen wollen, dass wir uns selber austricksen. Es wird dir sehr leicht fallen, keine Schokolade zu essen, wenn du dich damit austrickst, dass einfach keine Schokolade zu Hause ist. Und es wird dir sehr leicht fallen, 10% von allem, was reinkommt, auf ein anderes Konto rüber zu überweisen, wenn du einen Dauerauftrag machst, der am 3. des Monats, wenn du Angestellter bist und dein Gehalt kommt, einfach mal 10% darüber überweist. Am 5. schaust du dir drauf und denkst dir, okay, mit dem Geld, das da jetzt ist, muss ich halt auskommen. Ja? Ja, aber Also das ist schon ein Knackpunkt, weil wenn jetzt schon die ersten sagen, ja, 10%, wie soll ich das hernehmen, so viel habe ich gar nicht. Dieser Fehler im Kopf, dass man dieses Geld nicht beiseite schafft, weil es geht ohne dem, aber wenn man es nicht beiseite schafft, ist es weg. Genau, das ist wirklich ist ganz einfach. Du hast 2000 Euro zur Verfügung und wenn die 2000 Euro am Konto sind, dann sind am Ende des Monats 2000 Euro weg. Wenn von den 2000 Euro sofort am Anfang des Monats 200 Euro weggehen
Vielleicht sogar in dem Moment, wo du es gar nicht merkst. Wie gesagt, am 2. des Monats. Und am 4. schaust du drauf und dann hast du halt 1800 drauf. Und dann gehen halt die 1800 weg. Ne? Das ist so ein bisschen das Prinzip. Die Amerikaner sagen, pay yourself first. Ja? Nimm gleich für dich was auf die Seite, weil da gibt es sogar ein Gesetz dazu, eine Gesetzmäßigkeit, dass das, was da ist, wird weg sein. Diese selbe Gesetzmäßigkeit gilt übrigens auch für die Arbeit. Arbeit dehnt sich immer aus auf die zur Verfügung stehende Zeit. Wenn du 4 Wochen hast, um eine Arbeit zum Beispiel in der Schule oder an der Uni oder sonst irgendwo abzugeben, dann wirst du genau 4 Wochen brauchen dafür. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Ich bin entsetzt, bin ein bester Freund, das habe ich noch nie gehört. Die Arbeit ausdehnt, ist schon wieder neu. Ja, ist tatsächlich so. Also es gibt ganz viele Gesetzmäßigkeiten, die nicht nur für Geld gelten, sondern eben auch für andere Bereiche, wie der Zinseszinseffekt. Auch der Zinseszinseffekt ist was, wenn du über viele Jahre hinweg immer was einsparst, dann wird es bisschen mehr, dann wird es gescheit mehr und dann wird es richtig mehr. Und der Zinseszinseffekt gilt für alle Lebensbereiche auch. Er gilt zum Beispiel auch für dein Netzwerk. Deswegen werden die meisten Menschen eher so zwischen 40 und 50 erfolgreich, wenn sie vorher gut ihr Netzwerk gepflegt und gut auf ihr Netzwerk eingezahlt haben, ist es so, über 15, 20 Jahre hinweg baut sich ein Netzwerk auf und baut sich auf und baut sich auf und dann wird es auf einmal buff, buff, buff. Und schon bist du Abteilungsleiter irgendwann in deinen 40ern, weil ganz viele Menschen, die du auf dem Weg kennengelernt hast, plötzlich auch auf höheren Positionen sind. Man kennt sich, ne? Und über Netzwerk bist du plötzlich auch irgendwann in einer guten Position. Also es gibt ganz viele Gesetzmäßigkeiten, die nicht nur für Geld gelten, sondern für ganz viele andere Bereiche auch. Lass uns mal gleich ein bisschen Medias in Res geben, was für den Inhalt des Buches betrifft. Aber ich habe noch eine Frage, weil dieses Wissen ja so lange gewachsen ist. Hattest du dir immer Notizen gemacht, was dann mal irgendwann wichtig wird? Oder sind diese Sachen jetzt alle so abgespeichert, dass du die auch nachts automatisch aufrufen könntest? Die Notizen, die ich mir gemacht habe und die Lebensmerksätze, die ich mir gemerkt habe, die sind alle in meinem Buch Mike's Mindset Minuten drin. Die habe ich mir wirklich notiert. Alles andere, Moixi, ich sag's dir ganz ehrlich, da sind Erfahrungen dabei, die haben so wehgetan. Du musst dir, wenn du dir einmal die Fingerkuppe abgeschnitten hast, nirgendwo hin notieren, dass du dir besser nicht mehr die Fingerkuppe abschneidest. Ja. Ja, das brauchst du dir nicht notieren. Also, das Buch Geld allein ist auch eine Lösung, ist natürlich sehr provokant gewählt, der Titel, weil das natürlich genau da ansetzt, wo die meisten sagen, Geld allein ist eben nicht die Lösung. Wir müssen gesund sein, sonst macht alles überhaupt gar keinen Sinn mehr. Das mag sein, aber dein großes Bestreben war ja immer, finanziell frei zu sein. Und das bedeutet was und wie kommt man dahin? Für mich bedeutet, finanziell frei zu sein, gibt so zwei große Komponenten. Also wenn der ein oder andere sich fragt, ja, was ist denn überhaupt finanziell frei für mich? Ne? Also erstens, grundsätzlich darf und sollte jeder für sich selbst bestimmen, was ist Erfolg, was ist Reichtum. Für mich gibt es so zwei große Arten, finanziell frei zu sein. Du kannst entweder Vermögenswerte haben, von denen du leben kannst, ohne dass du groß was dazu machen musst. Ich sage jetzt mal, bestes Beispiel ist zum Beispiel vermietete Immobilien, bei denen Miete kommt. Oder du hast so viel Vermögen angehäuft, dass du bis, ich sage jetzt mal, um auf ganz Nummer sicher zu gehen, dass du bis du 120 bist, bei dem Lebensstandard, den du leben möchtest, dieses Geld nicht verbrauchen kannst. Das sind so für mich die zwei großen Komponenten, finanziell frei zu sein. Es gibt eine relativ coole Formel dafür. Das ist die 25er-Formel. Wenn du dir einfach mal aufschreibst, was du in einem Jahr für ein Leben, wie du leben möchtest, brauchst, also ich sage jetzt einfach mal 100.000 Euro, dann nimmst du das einfach mal 25, dann bist du bei 2,5 Millionen. Dann weißt du, dass du, wenn du 2,5 Millionen auf der Seite hast, dann bist du, da rechnet man mit so einer Verzinsung von 4%, deswegen 25 mal 4 ist gleich 100, dann bist du eben mit diesen 2,5 Millionen an dem Punkt, dass wenn du 4% Zinsen kriegst, du jedes Jahr halt 100.000 Euro rauskriegst, die nie weniger werden. Das ist so ein Kniff, den man für sich anwenden kann. Was für mich ganz wichtig ist, ist, für mich ist Geld gedruckte Freiheit. Ich habe schon immer zwei ganz große Komponenten gehabt in meinem Leben, die mir extrem wichtig sind, zwei Werte, die mir wichtig sind. Der eine war mir schon immer extrem wichtig, das war die Freiheit. Ich wollte die Freiheit zu sagen,
zu einem Vater, der zu dir sagt, solange du die Füße bei uns unter dem Tisch hast, machst du das, was ich sage, zu sagen, okay, dann habe ich jetzt halt die Füße nicht mehr unter dem Tisch. Ich wollte die Freiheit haben, wenn ein Chef mal zu mir sagen sollte, sie, das machen wir jetzt so und so, zu sagen, sie, ich glaube, das machen wir nicht so und so, dann muss ich mal schauen, wie es ohne sie funktioniert. Das war mir immer ganz wichtig. Und Freiheit kommt da auch, weil ich das so oft dann höre, im gesundheitlichen Bereich. Ja, reich sein, man muss ja auch gesund sein. Naja, wenn du finanziell frei bist mit Geld, das gedruckte Freiheit ist, und du erkrankst dann irgendwas und deine Krankenkasse sagt, ja, das wäre die beste Behandlung für sie, aber die können wir leider nicht zahlen, dann hast du halt auch die Freiheit zu sagen, okay, dann bezahle ich sie mir selber. Und die zweite Komponente, die dazu kommt, war für mich Sicherheit. Wenn du einmal dieses traumatische Erlebnis hattest, okay, ich turne hier Trapez, da ist kein Netz drunter und gerade hat sich der Abgrund um 35.000 Meter unter dir aufgetan, dann weißt du, du willst irgendwann da mal ein Netz hängen haben, du willst irgendwann mal von dem Trapez runtersteigen und du willst irgendwann in Sicherheit sein. Und das hat für mich, waren das Immobilien, das war für mich die erste Wohnung, die ich für mich selber gekauft habe, da drin zu wohnen und zu wissen, es gibt für mich zwei Sicherheitsstufen. Die eine ist, die Immobilie ist so viel abbezahlt, dass ich, wenn ich rausgehen würde und sie vermieten würde, von der Miete Zins und Tilgung bezahlen könnte. Und die zweite Stufe war, Immobilie ist ganz abbezahlt. Weil ich wusste, dann habe ich noch so 130 Euro Wohngeld im Monat, die ich berappen muss und ein bisschen was zum Essen und Trinken. Da brauche ich nicht viel, das habe ich mir in der Schuldenzeit angewohnt. Also reden wir vielleicht von 300, 400, 500 Euro. Mhm. Die kann ich verdienen, wenn ich Zeitungen ausdrücke, wenn ich Klos putzen gehe. Und du darfst mir glauben, ich wäre mir niemals zu schade gewesen, Klos zu putzen und wäre es mir auch heute noch nicht. Bitte sag so, sind rein, ich weiß das. Ich kenne dich. Ab wann ist man zu alt, um einen Cut zu machen in seinem Leben und zu sagen, ab jetzt geht mit Geld anders um? Nie. Du bist nicht zu alt. Es ist wirklich, wer sich das einredet, der gibt sich unter Umständen vielleicht eine schlechte Lebenserwartung, was ich nicht tun würde, weil das wird ja dann leider auch wahr. Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war gestern, vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Egal, ob du heute 15, 55 oder 75 bist, heilige Bimbam, ich kenne Menschen, die sind 90, die sind 95. Ich habe eine Bekannte, deren Mutter ist letztes Jahr 100 geworden. Wenn du damit 75 sagst, na, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen, dann hast du halt noch 25 Jahre vor dir. Und das kann uns allen passieren. Deswegen, du kannst mit den kleinen Kniffen, die in dem Buch drin sind, auch mit den größeren Sachen, auch sehr spät, in Anführungszeichen, in deinem Leben anfangen und noch sehr, sehr viel erreichen. Ich sage es mal in meinen Worten, weil ich deine Formulierung jetzt nicht genau kenne, aber es ist ja einer deiner Grundsätze zu sagen, du musst eine positive Einstellung zum Geld haben, dann kommt es auch zu dir oder so ähnlich. Ja. Wie wird man denn zu jemandem, der eine positive Einstellung hat und wann macht sich das Geld dann auf den Weg? Ja, ich sage immer, Geld kommt zu Menschen, die Geld mögen. Ne? Also wenn du dich ertappst bei Sätzen wie, die Reichen sind doch alle schlecht jedes Vermögen, habe ich mal in einem Facebook-Kommentar gelesen, jedes Vermögen ist durch ein Verbrechen entstanden. Also, weißt, wir werden ja alle so erzogen von unseren Eltern, dass wir eigentlich für unsere Eltern gute Kinder sein sollen. Wenn zum Beispiel dir deine Eltern transportiert haben, weil das zu Hause am Mittagstisch schon so formuliert wurde, dass reiche Menschen schlecht sind, dann wird alles in dir immer daran arbeiten, kein Reicher, in Klammern, für deine Eltern und ja auch für dich, weil du das mitbekommen hast, schlechter Mensch zu sein. Und wenn du so eine limitierende Komponente in dir am Arbeiten hast, dann ist es natürlich extrem schwierig, Vermögen aufzubauen. Aber das Gute ist, ich weiß, es wird da draußen ganz viel Wuhu gemacht mit, da muss man Glaubenssätze auflösen, indem man ein bisschen Salzsäure nimmt, die Glaubenssätze reinschmeißt und irgendwelche Geschichten macht. Ne? Die meisten Glaubenssätze sind wie ein Vampir. Wenn du den unterm Bett rausziehst und in die Sonne schiebst, dann zerfällt er zu Staub. Und deswegen ist es ganz gut, wenn wir uns unsere Glaubenssätze gewahr werden. Ich habe die auch alle im Buch drin. Und wenn du dann vom Mangel in die Fülle gehst. Ich sage immer, Mangel
macht Mangel, zieht Mangel an, Fülle zieht Fülle an. Und wenn du Mangeltätigkeiten nachgehst, wie zum Beispiel neidisch zu sein, missgünstig zu sein, geizig zu sein, nicht großzügig zu sein, dann vergrößerst du den Mangel in deinem Leben. Und wenn du stattdessen aber hergehst, eben großzügig bist, Trinkgeld gibst, spendest, anderen was abgibst, sogar zu Zeiten, wo du vielleicht für dich selber sagst, boah, ich habe ja selber noch nicht so viel, dann lebst du Fülle, dann ziehst du Fülle in dein Leben. Und auch wenn es ein bisschen komisch klingt, es ist wirklich der Zeitpunkt, an dem du anfängst, Geld zu lieben. Wenn du Geld magst, kommt Geld zu dir. Und du darfst dir über eine Sache im Klaren sein. Mit einem Messer kannst du eine Marienstatue schnitzen oder jemanden umbringen. Es ist einfach nur ein Werkzeug. Und bei Geld ist es genauso. Geld ist einfach nur ein Werkzeug. Und wenn du für dich beschließt, dass du Geld für was Gutes benutzt, dann darfst du Geld auch mögen. Das ist völlig in Ordnung. Und wenn du es magst, kommt es auch zu dir. Und wo ist die Grenze zwischen habe eine positive Einstellung zu Geld und ich bin tatsächlich geldgierig und ein unangenehmer Mensch? Naja, fühl dich mal rein. Wenn du geldgierig bist, wenn du ein unangenehmer Mensch bist, aus was entspringen denn diese Verhaltensweisen? Das ist ja Mangel durch und durch. Und natürlich ziehst du dann wieder weiter den Mangel in dein Leben. Wenn du versuchst, andere Menschen übers Ohr zu ziehen, wenn du übers Ohr zu hauen, über den Tisch zu ziehen, wenn du jemanden, der an der Kasse falsch rausgibst, sagst, sage nichts, das kann ich mitnehmen. Ja? Wenn du diese Sachen machst, das ist ja nichts anderes als eine immerwährende Manifestierung des Mangels in deinem Leben, den du dadurch größer machst. Und deswegen wirklich, lass Geld gehen, sei großzügig, sieh gegenüber anderen, nicht großzügig zu dir selber, ja, ich habe zwar nur 1.000 Euro, will aber trotzdem einen Porsche fahren und ich kaufe mir jetzt mal eine teure Uhr, obwohl ich es mir nicht leisten kann, großzügig anderen gegenüber, Fülle zu leben und dann kommt Geld auch zu dir. Wenn jetzt jemand spontan sagt, okay, ich fange jetzt damit an, ich möchte die ersten Schritte tun, dann sollte er dein Buch lesen und was würdest du sagen, ist noch wichtig? Also tatsächlich, in dem Buch drin sind die allerersten wichtigsten Schritte. Es geht immer bei uns selber los. Es geht immer darum, dass wir erstmal kleine Schritte gehen, weil auch den Mount Everest steigst du, indem du einen ersten kleinen Schritt gehst. Und da sage ich immer, weißt schon, kleinster Geldgenerator der Welt, ich gebe keinen Fünfer mehr her. Und wirklich die mal in eine Schachtel zu legen und einen kleinen Geldhaufen zu bauen. Dann wirklich 10% von allem, was reinkommt, auf die Seite zu legen. Ich habe wirklich einen ganz geilen Satz gehört, den ich gleich erzähle. Du hast im Endeffekt immer die drei gleichen Hebel, oder nee, es sind nicht drei gleiche, es sind drei verschiedene Hebel zur Verfügung, aber die du immer brauchst. Der eine ist Einnahmen erhöhen, der zweite ist Ausgaben verringern, der dritte ist das Geld, das übrig bleibt, sinnvoll zu investieren. Und Einkommen erhöhen oder Einnahmen erhöhen ist halt oft, gerade wenn du in einer prekären Situation bist, wie es ich damals war, mehr arbeiten und vielleicht aber auch für dein Geld, für deine Leistung besseres Geld verlange. Die zweite Komponente ist meistens bei den Menschen die der größere Hebel, mit dem sie mehr bewegen können, nämlich die Ausgaben verringern. Und da habe ich von einer Freundin, von der Eva, habe ich einen super geilen Satz gehört, den sie mir gesagt hat. Ich habe gesagt, der ist ja so genial, wenn ich den vorher schon gewusst hätte, hätte ich den in mein Buch reingeschrieben. Brauche ich das jetzt wirklich, wenn ich was kaufen möchte? Und dann dreimal abzuklopfen. Brauche ich das jetzt wirklich? Bin ich das, der das braucht? Brauche ich das vielleicht, um meine Nachbarn, meinen Kollegen, meine Freunde zu beeindrucken? Brauche es wirklich ich? Ist es für mich? Brauche ich das jetzt? Muss das jetzt sein? Kann es nicht vielleicht noch einen Monat oder ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr warten? Und brauche ich das jetzt wirklich? Brauche ich das wirklich? Brauche ich das teure Auto wirklich? Brauche ich den teuren Urlaub wirklich? Ja, brauche ich das jetzt wirklich? Das mal abzuklopfen, finde ich ganz genial. Danke, Eva. Ich habe in meinem Buch ein paar andere Merksätze drin, die auch sehr gut funktionieren, wenn du was kaufen möchtest, wenn du dein Geld für etwas ausgeben möchtest, dir einfach die Frage zu stellen, bringt mich das, wenn ich das jetzt kaufe, meinem Ziel näher oder entfernt es mich von meinem Ziel? Wenn es dich von deinem Ziel entfernt, ist es wahrscheinlich eine Ausgabe und keine Investition. Würdest du sagen, dass jeder, wenn er jetzt anfängt, noch die Chance hat, reich zu werden, weil Geduld ist ja auch eine, also schreibst du ja auch im Buch, das Wichtigste, was man
haben muss, auch bei dem ganzen Plan, sich um sein Geld zu kümmern, ist schon Geduld. Also das mit dem schnellen Geld machen, mit wahnsinnigen Renditen und die zu suchen und da investieren, das ist ja wahrscheinlich der größte Fehler. Ja, tatsächlich ist mit einer der größten Fehler oder eine der größten Sachen, die du richtig machen kannst. Wenn du jetzt im Idealfall hier und heute eine Sache verstehst in deinem Leben, und zwar, dass du sehr wohl wohlhabend und auch reich werden kannst, wenn du weggehst davon, dass das schnell passieren muss. Also wenn du einen Sprint willst statt einem Marathon. Wenn du über Nacht Millionär in einem halben Jahr reich oder in einem Jahr reich werden willst, bist du nahezu immer zum Scheitern verurteilt. Wenn du stattdessen aber sagst, ich weiß, dass es ein paar Jahre dauert, 6, 7, 8, 10, 12, und ich vermeide alles, was nach Sprint riecht, ich vermeide alles, was nach kurzfristiger Bedürfnisbefriedigung riecht, sondern richte mich nur auf den Marathon aus. Das ist ein Unterschied, wie du läufst einen Sprint, von dem du weißt, dass du höchstwahrscheinlich nicht ankommst, oder du läufst einen Marathon, der, wenn du dich dafür entscheidest, den Marathon zu laufen, nahezu sicher dich ans Ziel führt. Für mich mit am beeindruckendsten war auch so dieses Gefühl, weil, also für mich gibt es ein paar Mysterien in meinem Leben. Ein Auto muss zum Kundendienst und dann gibst du das Auto ab und dann sagen die, das und das muss gemacht werden und sagst du, okay, machen Sie das, ich zahle das. Und das andere ist, du bist bei irgendeinem Finanzberater, Bankberater und der sagt, kaufen Sie das und investieren Sie da und das ist todsicher und du kennst diesen Mann schon sehr lange und er wirft mit Begriffen um sich, die ich schon mal gehört habe, aber nicht wirklich zuordnen kann. Und auch da lernt man viel bei dir, weil es ein tolles Gefühl ist, zu wissen, wovon dieser Mensch redet und auch aufzudecken, was nicht stimmt. Ja, ich habe das tatsächlich von einer der ersten Leserinnen von dem Buch vor ein paar Tagen per Mail geschrieben bekommen. Sagt sie, wow, krass, das Buch war sehr wertvoll für mich. Endlich habe ich mal die Dinge, die Begriffe, die Finanzberater bei mir, mit denen die um sich geworfen haben, verstanden. Und das ist wirklich, ich möchte den Menschen zeigen, dass du in der Regel, wenn da hinten das Wort Berater dran ist, das Wort Berater ersetzen musst mit dem Wort Verkäufer. Ja, das ist ein Bankverkäufer, der ist bei der Bank, weil der dafür angestellt ist, dir ein Produkt zu verkaufen. Und leider ist es so, dass dieses Produkt ab und zu unter Umständen gar nicht das Produkt ist, was für dich das Beste ist, sondern das, wofür der Bankverkäufer die höchste Provision bekommt. Und da mal ein Grundwissen zu kriegen und plötzlich bei diesem Bankberater zu sitzen und dem auf Augenhöhe zu begegnen. Ich habe Menschen, die waren bei mir im Mentoring, die haben Kurse von mir durchgemacht, die mir plötzlich freudestrahlend davon erzählen, dass sie sagen, Mike, ich war bei meinem Bankberater und plötzlich hat der mich ernst genommen. Der hat sich mit mir auf Augenhöhe unterhalten und irgendwann am Schluss hat er zu mir gesagt, woher wissen Sie das eigentlich alles? Und dann sitze ich halt da und sage so, yes, Gott sei Dank, wieder eine Seele gerettet. Ja, ja, Stefan schreibt übrigens im Chat, er schreibt sehr aktiv und schreibt bitte die Verkäufer nicht verteufeln, ich bin selber einer. Um Himmels Willen. Ich lege ganz groß Wert darauf, dass Verkauf was Gutes ist. Und ich würde auch niemals, also ich bin immer der Meinung, dass Verkäufer mit einer der wertvollsten Rollen in unserer Gesellschaft haben, weil in einer Wirtschaft, in der Produkte hergestellt werden, brauchst du Menschen, die diese Produkte an den Mann bringen. Und es ist auch, weißt, life is a sales pitch. Wir selber verkaufen uns immer in unserem Leben. Wenn wir jemanden kennenlernen, verkaufen wir uns auf bestmögliche Art und Weise. Wenn wir einen neuen Job haben wollen, verkaufen wir uns auf bestmögliche Art und Weise. Wir wollen ja uns selbst und sollten auch uns selbst immer gut verkaufen. Und es gibt so viele geile Produkte. Und gerade wenn du eben selber jemand bist, der sagt, hey, ich habe ein geiles Produkt, ich stehe für dieses Produkt, ich weiß, dass wenn du dieses Produkt kaufst, das dir helfen wird, dann um Himmels Willen, klar, verkaufst, sag zu dem, ich habe dieses Produkt, ich werde es nie vergessen, habe Flipchart-Papier gekauft, stehe an der Kasse, sagt die Verkäuferin zu mir, haben Sie eigentlich schon diese Kugelschreiber gesehen, die man wegradieren kann? Ich so, hä, was? Ich so, passen Sie auf, mache ich mal vor.
schreibt mit dem Kugelschreiber und radiert das weg. Und ich so, das ist ja geil, sagt sie, gibt auch in Rot. Sag ich, nehme ich in Blau und in Rot. Und ich war der so dankbar, dass die mir das gesagt hat, dass es dieses Produkt gibt. Ich wusste es ja gar nicht. Deswegen, um Himmels Willen, verkaufen ist super und ist auch extrem wichtig. Also auch wenn du jetzt an dem Punkt bist in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich möchte meine Einnahmen erhöhen, ich verdiene nicht so gut, wie ich verdienen sollte in meiner Welt, dann ist es wahrscheinlich wichtig für dich, dich besser zu verkaufen. Insofern, verkaufen an sich ist super. Ich möchte nochmal über die Art deines Buches sprechen. Beim Radio sagt man snackable. Also es sind so Informationen, die man schnell aufnehmen kann. Und es ist kein schwerfälliges Buch über Geld. Das fand ich sehr wichtig beim Lesen. Einen Teil habe ich ja vorgelesen bekommen, was du übrigens auch gleich machen wirst. Aber also dieses kurzweilige, keine 40 Seiten zu einem Thema, sondern es ist kurz und knapp zusammengefasst und dann geht's weiter. Ja, das ist tatsächlich, das war mir extrem wichtig. Ich wollte, dass es endlich mal ein Geldbuch gibt. Übrigens, Gerold, jeder ist ein Verkäufer und einer möchte sogar ein Buch verkaufen. Oh ja, ich möchte das Buch verkaufen. Ich möchte das so verkaufen, wie die Dame mir an der Kasse den Stift verkauft hat, weil ich weiß, dass es den Menschen helfen wird. Und ich habe das Buch eben genau deswegen so geschrieben, dass es entertaining ist, dass es lustig ist, dass du wirklich dir denkst bei jedem Kapitel, oh, jetzt will ich aber noch das nächste lesen. Und jetzt will ich noch das nächste lesen. Und jetzt sind ein paar Minuten vorbei. Eins lese ich noch. Ja. 6 Teile, a 5 Kapitel, 30 Kapitel, jedes Kapitel so zwischen 4 und 7 Seiten. Du kannst es halt einfach wie so ein fluffiges Tiramisu weglöffeln. Und wenn du jeden Abend vorm Einschlafen 12 Minuten, sag ich mal, 10 Minuten, ein Kapitel liest, dann bist du nach 30 Tagen mit dem Buch durch und dann wirst du sehr viele Dinge in deinem Leben, denke ich, viel anders machen. Dann würde ich sagen, wenn du einverstanden bist, time for dessert. Ja, also dann essen wir jetzt das Tiramisu. Würdest du uns ein bisschen was vortragen wollen aus deinem Werk? Sehr gern, sehr gern. Ich mache ein Kapitel. Die Kapitel sind immer eingeleitet mit so einer grauen Seite. Und also die graue Seite, das sind die Teile. Also das ist jetzt der Teil Geld Basics zum Beispiel. Der startet mit einem Zitat: Mit meinem Gehalt komme ich sowieso auf keinen grünen Zweig. Wenn ich nicht im Lotto gewinne, werde ich niemals Millionär. Dann geht's los mit dem Kapitel. Das sind jetzt so 4 Seiten, dauert, glaube ich, so 5 Seiten, so roundabout 10 Minuten, würde ich sagen. Also, wenn ich nicht im Lotto gewinne, werde ich niemals Millionär. So denken viele. Dabei ist Lottospielen kaum sinnvoller, als einmal in der Woche das Küchenfenster zu öffnen, einen 10-Euro-Schein rauszuwerfen und gleich noch eine Handvoll Münzen hinterher. Wenn man das oft genug macht, klingeln irgendwann die Männer in den weißen Kitteln. Trägt man gut 12 Euro stattdessen wöchentlich zur Lottoannahmestelle, gilt das als völlig normal und geistig gesund. Es gibt kluge Arten, sein Geld auszugeben, weniger kluge und vollständig bescheuerte. In den folgenden Kapiteln geht es um Grundsätzliches. Dabei möchte ich mit einem Ammenmärchen aufräumen. Der Annahme, reich wird nur, wer erbt, eine erfolgreiche kriminelle Karriere startet oder eben im Lotto gewinnt. Wie wohlhabend jemand ist, hängt nur zum Teil davon ab, wie viel Geld er einnimmt. Mindestens ebenso wichtig ist, wofür er sein Geld wieder hergibt. Gibt er es aus oder investiert er es? Auch Superreiche können verarmt sterben, wie der Fall der Woolworth-Erbin Barbara Hutton zeigt. Ihr gelang es zu Lebzeiten, ein Erbe von nach heutiger Kaufkraft 1 Milliarde Dollar durchzubringen. Ich denke mir, sie wird wohl viel für Champagner, Schmuck, Autos und teure Kleider ausgegeben haben. Den Rest hat sie wahrscheinlich einfach sinnlos verprasst. Sie starb 1979 gerade noch rechtzeitig, bevor sie völlig pleite war, mit kümmerlichen 3.500 Dollar auf dem Konto. Eine glatte Punktlandung. Ein Leben mit Konsequenz in Opulenz und Vermeidung der Insolvenz mit Hilfe des Dahinscheidens. Hat mich übrigens jemand darauf hingewiesen, dass das ein Rechtschreibfehler ist, weil man Dahinscheidens nicht mit Z schreibt. Ich habe aber im Verlag dafür gekämpft, dass es mit Z geschrieben wird. Wie sagte schon Otto von Bismarck so schön, die erste Generation verdient das Geld, die zweite verwaltet das Vermögen, die dritte studiert Kunstgeschichte und die vierte verkommt vollends. Man kann also spektakulär verarmen und das schaffen übrigens auch die allermeisten Lottomillionäre in Rekordzeit. Umgekehrt gilt, jeder kann selbst ein Vermögen aufbauen, etwas weniger spektakulär, dafür nachhaltig und ganz ohne die verzweifelte Hoffnung auf das Lottoglück. Und deswegen heißt Kapitel 6 auch,
ohne Lotto und Coffee to go, ganz einfach Millionär. Zitat, Lotterie, eine freiwillige Zusatzsteuer für Menschen, die schlecht in Mathe sind. Hätte von mir sein können, ist vielleicht sogar von mir. Du spielst selbst Lotto und hast dich gerade über die Einleitung geärgert. Nimm's bitte nicht persönlich. Du bist in großer Gesellschaft. Lotto, das ist schließlich eine Institution wie der Wetterbericht oder die Bundesliga. Der Staat verdient dabei kräftig mit. 2019 über 1,5 Milliarden Euro an Steuern und hat gar kein Interesse daran, dass weniger Menschen Lotto spielen. Nur der Hinweis auf Risiken und Nebenwirkungen rezeptfreier Medikamente wird noch schneller heruntergerasselt als der letzte Satz in jeder Lotto-Werbung. Chance 1 zu 140 Millionen. Was heißt denn das eigentlich konkret? Selbst eine Plattform für passionierte Glücksspieler warnt, dass du eher durch einen Getränkeautomaten zu Tode kommst, als den Jackpot im Lotto zu knacken. Auch das Date mit einem Topmodel ist wahrscheinlicher als das Lottoglück und erst recht der Tod durch Blitzschlag. Der ist nämlich bei 1 zu 3 Millionen. Wie man durch einen dosenspuckenden Automaten zu Tode kommt, verraten die Wettexperten leider nicht. Indem er auf einen drauffällt, während man verzweifelt an der stecken gebliebenen Cola-Dose zerrt oder indem die Dose mit solcher Wucht herausschießt, dass man schwer verletzt versucht, ins Hotelzimmer zurückzuruppen, um den Notruf zu betätigen, auf dem Weg dahin allerdings im Treppenhaus verdurstet und erst Jahrzehnte später mumifiziert gefunden wird, weil heutzutage niemand mehr die Treppe benutzt. Falls dir das Ganze langsam zu irre wird, dasselbe denke ich mir, wenn ich lese, wie viele Menschen Lotto spielen. Was treibt sie dazu, Woche für Woche etwas über 12 Euro auszugeben, obwohl es 46 Mal wahrscheinlicher ist, in seinem Leben vom Blitz getroffen zu werden, als im Lotto Millionen zu gewinnen? Selbst wer im Matheunterricht nicht gepennt hat, wie ich meistens, kann sich eine Zahl wie 140 Millionen schwer vorstellen. Außerdem gibt es ein viel schwerwiegenderes Problem mit Lotto. Es bedient dem Traum vom mühelosen Erfolg. Wir hätten gern auf Knopfdruck ein Sixpack, wären am liebsten schlank im Schlaf, über Nacht Nichtraucher und Millionär durch ein paar magische Kreuzchen auf einem kleinen Zettel. Und natürlich ist es einfacher und geht viel schneller, den Lottoschein auszufüllen, als sich ernsthaft mit Geldfragen zu beschäftigen, Anlagemöglichkeiten zu vergleichen oder Bücher wie dieses zu lesen. Lotto spielen kann jeder. Insofern ist es urdemokratisch. Nur eben leider sinnlos. Ich kenne keinen wirklich wohlhabenden Menschen, der Lottoscheine ausfüllt. Reichtum entsteht durch kluges, eigenverantwortliches Handeln. Wer mit Hartnäckigkeit, Lernbereitschaft und wachsendem Durchblick ein Vermögen aufgebaut hat, besitzt genau dadurch gute Chancen, wohlhabend zu bleiben. Sein über Jahre angesammeltes Geld-Know-how bewahrt ihn vor den allergrößten Dummheiten. Wer dagegen der Glücksgöttin Fortuna vor die Flinte läuft und von heute auf morgen steinreich ist, geht ein paar Jahre später meistens zurück auf Los und ist genauso arm wie vorher. Ein Beispiel, das es bis ins Fernsehen schaffte, ist das Schicksal der Familie Bubert. Hochverschuldet knackte das Paar 1994 den Lotto-Jackpot und gewann stattliche 8 Millionen Mark. Daraufhin gerieten die Buberts in einen wahren Konsumrausch. Eine Luxusvilla, gleich 4 Autos, 2 Ferienhäuser, 2 Boote, eine Kartbahn für den Nachwuchs, ein Angelteich, 2 Ponys, ein Esel, Schecks für Freunde und Verwandte wurden so schnell verteilt und überraschenderweise von denen auch eingelöst, dass die Bank Überziehungszinsen in vierstelliger Höhe kassierte, weil der Lottosegen noch gar nicht auf dem Konto der Glückspilze angekommen war. Heute ist das Geld weg, der Handwerksbetrieb der Buberts ist pleite und das Paar lebt in Scheidung. Wobei wir ja inzwischen wissen, Geld ist nie weg, es ist immer nur bei jemand anderem. In einem Film über eine solche Familie wären sicher viele komische Szenen zu sehen. Etwa wenn ich mir einen Familienkrach ausmale, mit welcher der 4 Limousinen man heute welches Feriendomizil ansteuern soll. Oder ob man lieber mit dem Hubschrauber in den Feinkostladen um die Ecke oder mit dem Privatjet ins Fitnessstudio fliegt, um dort dem Personaltrainer bei einem Glas Champagner zuzusehen, wie er stellvertretend für einen selbst auf dem Laufband schwitzt. Schneller laufen, Bierstel, schneller laufen. Aber wer geht denn dann mit den Ponys zum Pferdefriseur? Im echten Leben ist die Lottoüberforderung eine Tragödie, die vor allem eines belegt. Reichtum basiert nicht allein auf dem, was reinkommt, sondern vor allem auf dem, was im Anschluss wieder rausgeht. Wer den Unterschied zwischen einer Ausgabe und einer Investition nicht kennt, wandelt auf dünnem Eis und kann jederzeit einbrechen. Im nächsten Kapitel erfährst du deshalb mehr über das wichtigste Geldgesetz. Danach wirst du nie wieder eine Ausgabe mit einer Investition verwechseln. So viel schon vorweg, eine Luxusvilla mit Pool am Arsch der Welt oder zumindest an einem Ort, von dem aus du den Arsch der Welt gut sehen kannst, ist keine Investition, sondern ein Millionengrab. Dabei könnten auch Normalbürger wie die meisten Lottospieler Millionäre werden, paradoxerweise dadurch, dass sie eben nicht Lotto spielen, sondern stattdessen mit ihrem Geld etwas Sinnvolleres anstellen. Die Rechnung ist einfach und geht so.
Ein komplett ausgefüllter Lottoschein mit Spiel 77 und Super 6 kostet 12,25 Euro pro Normalschein. Nein, das weiß ich nicht aus eigener Erfahrung. Ich habe das extra für dich im Internet recherchiert. Wer jede Woche mit einem Schein Lotto spielt, gibt also pro Monat 49 Euro dafür aus. Eine Sparrate von 50 Euro pro Monat ergäbe in 50 Jahren bei 9% Verzinsung ein Kapital von über 500.000 Euro. Damit wärst du schon mal D-Mark-Millionär. Okay, das ist jetzt ein bisschen getrickst bei der D-Mark-Umrechnung, nicht bei den Zinsen. 9% bekommst du zwar nicht auf deinem Sparbuch, bei langfristigen Aktienanlagen, etwa Indexfonds, ist das aber durchaus machbar. Wenn du außer auf das wöchentliche Lottospiel auch auf den Coffee to go auf dem Weg zur Arbeit verzichtest und weitere 50 Euro monatlich investierst, gehst du als Millionär in den Ruhestand, ohne dich ernsthaft einschränken zu müssen. Und zwar 140 Millionen Mal wahrscheinlicher als beim Lottospiel. Klingt nicht schlecht, oder? Wenn du keine Lust hast, 50 Jahre zu warten, musst du eben entsprechend mehr monatlich investieren. Wie viel genau kannst du zum Beispiel hier mit einem Online-Sparrechner, Zinsrechner selbst ausrechnen? 100 Euro im Monat zu sparen wäre für die allermeisten Menschen keine Kunst, behaupte ich. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen nie zum Millionär werden, weil regelmäßig viel Geld für nicht genutzte Fitnessstudio-Beitragszahlungen, Nachbarschaftsbeeindruckungsprojekte, zum Beispiel überdimensionierte, auf Pump gekaufte Autos, teure Städtetrips, ungünstige Handyverträge, überquellende Kleider und Schuhschränke und so weiter drauf geht. Bei all den Angeboten, die von morgens bis abends auf uns einprasseln, ist es leicht, Geld auszugeben. Unsere Urahnen mussten noch eine Tagesreise per Pedes oder per Kutsche zum Markt in der nächsten Stadt unternehmen. Wir dagegen tippen nur kurz mit dem Finger auf dem Smartphone und schon sind wieder etliche Euros futsch. Den Rest erledigen Amazon, Zalando und Co. Unsere Möglichkeiten haben sich vervielfacht. Doch unser Finanz-IQ ist noch derselbe wie im Mittelalter, wenn wir unser Geldwissen nicht aktiv vermehren. So rinnt uns das Geld durch die Finger. 0% Finanzierungen werden uns an jeder Ecke aufgedrängt. Fast könnte der Eindruck entstehen, die neue Küche, das Sofa oder das Auto sei praktisch kostenlos. Ziemlich sicher ist es sogar so gewollt. Doch auch ein Kredit mit 0% Zinsen muss zurückgezahlt werden. Und wenn du heute schon das Geld ausgibst, das du morgen erst verdienst, hast du dauerhaft nichts mehr zum Sparen und Anlegen. Da macht bekanntermaßen auch Kleinvieh wie der wöchentliche Lottoschein jede Menge Mist. Fazit, Lotto ist eine freiwillige Zusatzsteuer für Dumme. Von jedem Euro, den du für Lotto ausgibst, gehen 50 Cent an den Gewinner, der sich davon dann Luxusautos, Boote oder Esel kaufen kann. Rund 40 Cent gehen an das Bundesland, das diese Einnahmen immerhin zum Teil für Honoriges wie Denkmal- und Umweltschutz, Sport oder soziale Projekte ausgibt oder in sie investiert. Wobei leider auch der Staat besser im Ausgeben als im Investieren ist. Der Rest ist Provision für den Kiosk, bei dem du den Schein abgibst. Überleg dir also, ob du gerne noch mehr extra Steuern zahlen oder lieber ernsthaft reich werden willst. Danke dir. Ich habe den Chatverlauf verfolgt. Offensichtlich ist keiner von Lotto Bayern gerade da, weil es gibt keine Beschwerden. Was sagst du denn den Menschen, die, also erstmal vielen Dank für diesen kleinen Einblick in dein Buch. Was sagst du denn den Menschen, die das Lesen und vor der Tür steht Auto auf Pump, sie sitzen in ihrem Einfamilienhaus in mittelmäßiger Lage und spielen Lotto. Ja, dann würde ich die Sachen, die ich sofort ändern kann, würde ich ändern. Also ich würde sofort aufhören, Lotto zu spielen und das Geld zum Beispiel in den monatlichen ETF-Sparplan reinstecken. Ich würde mir überlegen, ob ich das Auto brauche und ob ich nicht stattdessen vielleicht lieber mit dem Rad fahren kann oder ob ich so ein großes Auto brauche und ob ich nicht vielleicht auch mit einem kleineren Auto zurechtkomme. Und wenn jetzt der eine oder andere sagt, ja, mit dem Fahrrad in die Arbeit, da komme ich ja verschwitzt an. Ich habe damals für 1.400 Euro mir ein Pedelec gekauft, ein Rad mit Elektroantrieb und bin damit jeden Morgen zur Antenne in die Arbeit gefahren. Bin unverschwitzt angekommen und habe am Abend das Fahrrad, das 20 Kilo hatte, ohne Antrieb nach Hause gefahren und hätte mir dadurch sogar das Fitnessstudio sparen können. Und wenn ich mal rechne, dass ich jeden Kilometer mit 50 Cent ansetzen muss, wie du es halt auch bei der Steuer machst, dann sind die, ich glaube, 6.000 Kilometer, die ich draufgefahren habe, im Gegenwert von 3.000 Euro gewesen. Da habe ich ein gutes Geschäft gemacht. Und auch aus dem Haus, in dem du wohnst, kannst du theoretisch ausziehen, es vermieten, dadurch sehr viel von der Steuer absetzen und unter Umständen mal eine Zeit lang, das ist ja das Geheimnis, es geht darum, eine Zeit lang kein Auto, eine Zeit lang in eine kleinere Wohnung, eine Zeit lang auf die teuren Urlaube verzichten.
indem du eine Zeit lang auf was verzichtest, dann dir später sehr viel mehr leisten. Es gibt diesen schönen Spruch, ein paar Jahre Scheiße fressen und dann bis ans Ende deines Lebens Champagner saufen. Und ja, das ist tatsächlich, das wären einige Möglichkeiten, die mir da einfallen würden. Also das eine ist ja seine grundsätzliche Einstellung zu Geld zu ändern. Das ist dir ja ein wichtiges Anliegen. Deshalb heißt das Buch ja auch so. Wie viel Zeit muss man denn, würdest du sagen, jeden Tag für seine Finanzen investieren, um auf einem richtigen Weg zu sein? Weil es macht ja nicht jedem so viel Spaß. Ich glaube, dass der Spaß steigt, je mehr man sich damit beschäftigt und merkt, dass es nicht nur dröge Schreibtischarbeit ist, sondern dass man da eben auch viel und sich freut dann, ja, wenn man sieht, es funktioniert und es passiert da was mit dem Geld. Wie viel Zeit braucht man dafür täglich? Wenn du das Buch durchgelesen hast und wendest die Sachen im Alltag an, die du im Alltag anwenden kannst, dafür brauchst du gar nicht viel Zeit. Wenn du dir dann einmal die zwei wichtigsten Sachen installierst, das eine ist ein Kontensystem und das andere geht damit einher, auf dieses Kontensystem einen Sparplan. Ich würde mal sagen, das Kontensystem zu installieren mit allem drum und dran, lasst es 3 Stunden dauern. Den Sparplan einzustellen, lasst es nochmal eine halbe Stunde oder eine Stunde sein. Und danach hast du ein recht gutes Set-it-and-forget-it-System, wo du nicht mehr viel machen musst. Das läuft dann sehr gut von selbst, bis an den Punkt, an dem du sagst, jetzt möchte ich vielleicht mal langsam in eine Immobilie zur Vermietung investieren. Da hast du ein bisschen mehr Zeit, die du brauchst für deine erste Immobilie. Dann für die Vermietung selber brauchst du in der Regel schon gar nicht mehr so viel Zeit. Und ich garantiere dir, die Stunden, die du brauchst, um eine Immobilie zu finden, die dann zu kaufen und dann zu vermieten, das wird der beste Stundenlohn deines Lebens sein. Und der einfachste Geldmagnet ist ja immer noch der 5-Euro-Schein, du hast es vorhin schon gesagt, aber das kann jeder jetzt sofort entscheiden. Ja. Nie wieder einen 5-Euro-Schein ausgeben, sondern immer sammeln, sobald einer, also ich mache das ja jetzt, sobald ich, also schon lang, wenn ein 5er zurückkommt, wandert er sofort in diese Box und die Box ist irgendwann so voll und dann ist da so viel Geld drin, dass also ich hätte ich nie für möglich gehalten, aber das war meine finale Überzeugung, dass es diese Tricks gibt, die wirklich, wie man sich selber überlisten kann und dann ist man, ich war so glücklich, wie ich diese Box irgendwann durch eine größere ersetzen musste, weil auch mit Quetschen und kein Fünfer mehr reingepasst hat. Wenn mir das klingt so banal, es ist so einfach, aber es funktioniert tatsächlich und davon gibt's sehr, sehr viel. Wollen wir mal mit Fragen und Antworten machen? Und ich wollte nur sagen, du kennst mich. Ich bin ein Mensch, wenn ich Hunger habe. Weißt du, wie in der Snickers-Werbung. Ja. Aber wenn ich Hunger habe, so gab ich nicht vorhin in der Metzgerei vorbeigehen und könnte eine Leberkäse mir kaufen und habe nur 5 Euro in der Hand. Ich werde diese 5 Euro nicht aus der Hand geben. Meine Mutter ist übrigens gescheitert, sage ich ganz offen, weil sie ist fast 80. Sie hat angefangen, die 5er zu sammeln, das fand sie toll, aber dann hat sie angefangen, einen auszugeben und dann hat sie 3 ausgegeben und dann kamen nur 2 rein und 3 waren weg und irgendwann hat es nicht funktioniert. Also das ist ganz wichtig, niemals darf einer rausgehen. Das habe ich vielleicht nicht deutlich genug erklärt. Ja, ja genau. Wenn du, was hast du gesagt? Niemals einer raus? So, also, es ist ja mein erstes Webinar, aber es gehört jetzt zum guten Ton, dass ihr eure Fragen stellen könnt und in den Chat reinschreiben könnt, wenn ihr noch was wissen wollt. Ich habe schon eine gelesen, gibt es das Ganze als Hörbuch, wurde mehrmals gefragt. Noch nicht tatsächlich. Ich hätte gedacht, dass der Verlag es gleich auch als Hörbuch macht, aber noch nicht. Aber ich gehe schwer davon aus, dass es das Ganze irgendwann mal als Hörbuch gibt. Ob ich es dann selber spreche, weiß ich nicht. Es gibt Menschen, die können das besser als ich. Gibst du auch Einblicke zu Steuerersparnissen, Privatinvestor versus Unternehmer im Buch? Naja, Einblicke zu Steuersparnissen. Es ist kein Steuersparbuch, aber der Moment, in dem ich das System Immobilie, das Kapitel heißt ja auch treffenderweise der Millionärsmacher Immobilie, wo ich das System Immobilie erkläre, da steckt schon einiges drin, was, wenn du so eine Frage stellst, zugegebenermaßen du wahrscheinlich wissen wirst. Na, wobei, habe ich schon den einen oder anderen coolen Trick mit drin, der dir auch hilft, jede Menge Steuern zu sparen tatsächlich. Aber es ist nicht explizit ein Steuersparbuch. Ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen mit Steuersparen. Ich habe keine Steuersparmodelle, ich habe keine Konstrukte, ich mache keine komischen Sachen, weil ich immer das Gefühl habe, dass Steuersparen so ganz tief unten in der Wurzel
doch ein bisschen Mangel sein könnte. Und ich halte mich immer so von Mangelsachen weg. Ich bin lieber in dieser Fülle, dass ich sage, ich möchte gerne wahnsinnig viel Steuern zahlen. Weil wenn ich wahnsinnig viel Steuern gezahlt habe, dann habe ich auch wahnsinnig viel eingenommen. Ja, was habe ich gerade gelesen von Johannes? Ist dieses Kontosystem etwas Excel-ähnliches? Nee, ich kann es ja ganz einfach erklären. Also ein Kontensystem ist grundsätzlich immer individuell. Das allerbasicste Kontensystem, es erinnert sich vielleicht einer der hier Anwesenden, das du einführen kannst, ist, du hast ein Konto, wo dein Geld eingeht und dann machst du ein zweites Konto, Tagesgeldkonto, wo du 10% deiner Eingänge rüber überweist. Einfachstes Kontensystem der Welt, auch schon sehr wirksam. Ein etwas schwierigeres, nein, nicht schwieriger, ein genauso einfaches Kontensystem, aber halt mit ein paar mehr Konten ist, dann zu sagen, ich mache hier ein Konto für Spenden, ich mache hier ein Konto für Urlaub, ich mache hier ein Konto eben zum Beispiel, wenn du Unternehmer bist, für die Umsatzsteuer, ich mache hier ein Konto für die Einkommensteuer. Das ist dann ein bisschen umfangreiches Kontensystem, aber es macht so eine schöne Ordnung in deinem Geld und Ordnung ist etwas, was für Geld sehr anziehend wirkt. Geld mag Ordnung. So viele. Ja, Josef hat das Kontensystem auch schon seit vielen Jahren. Du kannst auch runterscrollen, ne? Übrigens bei dem Chat. Also wenn du mal schaust. Achso, okay. Ich bin ja hier. Hallo, ich bin ja kein Anfänger. Das war mein erstes Webinar. Natürlich, natürlich. Bis 30 Sekunden bevor es losging, hat nichts funktioniert, aber jetzt bin ich voll drin. Ich würde noch gerne wissen wollen, gibt's eigentlich, also machst du jetzt weiter? Wächst dieses Wissen über Geld permanent? Ist das ein wachsendes Wissen oder ist das alles, was ich wissen muss und dann war es das? Also das ist tatsächlich alles, was du wissen musst, um dir ein Vermögen aufzubauen. Mein Geldwissen wächst so weiter, wie mein ganzes Wissen weiter wächst. Ich werde erst an dem Tag aufhören zu lernen und nicht mehr Wissen anzusammeln, wenn ich die Radiesel von unten sehe, wie wir Bayern sagen. Ich bin seit vielen Jahren, ich habe das Thema im Buch nur angeschnitten, setze ich mich mit Kryptowährungen auseinander. Jetzt setze ich mich sehr viel mit dem Bereich DeFi, also dezentralisierte Finanzdienstleistungen auseinander. Staking, Liquidity Mining, Lending, also wo es um Bitcoin, Ethereum und so geht. Da kommt auch, da rollt richtig was auf uns zu und ich garantiere dir, Stefan, und euch allen, ihr werdet das alles auch noch lernen und ihr werdet euch freuen, das lernen zu können, weil es was ist, was extrem interessant ist. Das ist wie 1995 wir gemerkt haben, oh krass, da kommt immer mehr dieses Internet daher, muss ich mich vielleicht früher oder später mal damit auseinandersetzen. Das Gleiche passiert mit Kryptowährungen, mit NFTs, mit dezentralisierten Finanzdienstleistungen, da wird es schon echt sehr, sehr interessant. Kirsten ist genauso praxisorientiert wie ich. Wenn der Geldmagnet ordentlich gewachsen ist, ab wann darf er umgewandelt werden und worin? Mhm. Also umgewandelt ist zumindest schon mal ein gutes Stichpunkt. Ich habe zwei Vorgehensweise und ich würde dir auch keine anderen empfehlen. Du kannst, wenn da mal ganz viele Fünfer liegen, hochtauschen. Du solltest aber erst, also hochtauschen in 50er, 100er, 200er, 500er gibt's auch noch, wenn man weiß wo. Da aber auch nur hochtauschen, wenn danach dann auch wirklich wieder ein Geldhaufen da liegt, weil dieser Geldhaufen hat echt eine gute Energie. Was du stattdessen machen kannst, wenn du hochgetauscht hast oder statt hochtauschen, du kannst dir, das wird meistens so nach einem Jahr der Fall sein, eine Unze Gold davon kaufen. Gold hat eine sehr gute Geldenergie. Robert Kiyosaki, den ich auch in meinem Buch zitiere, hat letztens mal in einem Interview gesagt, so viel passives Einkommen, wie du haben möchtest, so viel Gold solltest du dir zulegen. Ich habe das bei einigen Menschen, wo ich ein bisschen mehr Einblick habe, kontrolliert. Das ist ganz faszinierend. Da ist so viel passives Einkommen da, wie die Gold besitzen. Aber tatsächlich dieses hochgetauschte Geld und das Goldgeld solltest du tatsächlich nie ausgeben. Das ist wie, wenn du mich fragen würdest, okay, ich soll jetzt jeden Tag duschen, wann kann ich denn dann aufhören zu duschen? Investierst du in Krypto? Ja, das tut er. Weiß ich. Ja. Was möchtest du dazu sagen? Ja. Okay. Ja, ich investiere in Krypto. Ich investiere schon sehr lange in Kryptowährungen. Ich habe mit 2013 mit Bitcoin angefangen, bin dann mal kurz rausgefallen, hab so ein Portfolio für mich aus Bitcoin, Ether, ein paar Altcoins natürlich, habe NFTs und mache inzwischen momentan relativ viel mit Staking, Liquidity Mining. Lending mache ich nicht, aber Staking und Liquidity Mining.
Also diejenigen unter euch, die es kennen, wissen, was ich da tue. Für die anderen ist es zu kompliziert, aber keine Sorge, folgt meinem YouTube-Kanal. Ich habe einige Videos dazu, auch Interview mit einem Profi zu dem Thema aufgezeichnet. Die werden alle in den nächsten Wochen veröffentlicht. Eine Frage noch zum Buch. Kann man, also sollte man das von vorn nach hinten lesen? Also baut es auf? Oder wenn ich jetzt sage, Mensch, ich wollte schon immer mal was wissen hier über Links, dann lese ich erst das Kapitel? Ich habe so geschrieben tatsächlich, dass du auch einfach an der Seite irgendwo reinschmückern kannst. Also dieses Buch wird verschiedene Menschen in verschiedenen Lebensbereichen erreichen. Und ich gehe da immer ganz intuitiv vor, wenn du ins Inhaltsverzeichnis reinschaust oder wenn du durchblätterst und du bleibst bei irgendwas hängen, dann ist es vom Universum wahrscheinlich gewollt, dass du da hängen bleibst. Und dann solltest du und kannst du auch das zuerst lesen. Grundsätzlich ist es nicht schlecht, von vorne nach hinten zu lesen, aber du kannst auch hüpfen. Also ich habe es angenehm geschrieben. Ich sage das so, wie du es zu mir gesagt hast, nicht alles in dem Buch hast du erfunden. Also das ist jetzt nicht deine Erfindung, das ist zusammengetragenes Wissen. Und ich möchte nochmal sagen, weil es mir wirklich auch so ging, und ich bin wirklich jemand, der sich sehr, sehr lange gewehrt hat, sich mit dem Thema Geld so auseinanderzusetzen. Es kommt dir natürlich zugute, dass du ein gelernter und ausgebildeter Autor bist, dass du pointiert formulierst, dass es sehr unterhaltsam und lustig geschrieben ist. Und dass immer bei dem, dass dieses Wissen, das vermittelt wird, hat immer auch eine schöne Dosis Spaß dabei hat, dass man wirklich auch teilweise wirklich lachen muss, weil man sich auch selber ganz oft erkennt. Ja, genau so, das passiert normalerweise in meinem Kopf. Das ist wirklich sehr, 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 sehr lustig. Und definitiv, ne? Es gibt Sachen in dem Buch, die habe ich erfunden, aber ich habe definitiv nicht alles erfunden. Es gibt Menschen, die haben auch schon vor mir über Kontensysteme geschrieben. Pay yourself first, also um Himmels Willen. Ich habe das Rad nicht neu erfunden. Und ich habe eine Freundin, die sich auch sehr gut im Geldbereich auskennt, die hat das Buch die letzten Tage gelesen. Die hat gesagt, Mike, das ist echt ein geiles Buch. Aber ich habe ein halb geschriebenes Buch zu dem Thema, das kann ich jetzt eigentlich stecken lassen, weil du schreibst alles da drin eh schon. Warum ist das so? Weil es einfach ein paar Grundprinzipien geht, an denen kommst du nicht vorbei. Ne? Also die Schwerkraft ist halt auch die Schwerkraft. Wenn du einen Ball in die Höhe wirfst, wird er auf den Boden fallen. Also ein paar Gesetzmäßigkeiten, um die kommen wir nicht umhin. So, du hast versprochen, es gibt ein Gewinnspiel. Und tolle Preise, einen Wert von 8.000 Euro. Was muss ich tun und was sind das für Preise? Jo, die Preise sind natürlich 20 Mal dieses Buch. Erstmal, das ist wahrscheinlich sogar der wertvollste Preis. es gibt obendrauf 5 Jahresmitgliedschaften. Ach, weiß ich was, dann machen wir 10 draus. 10 Jahresmitgliedschaften bei Mike's Money Member. Also das ist mein Mitgliederbereich, in dem du ganz viele verschiedene Kurse zum Thema Geld investieren, Persönlichkeitsentwicklung findest, natürlich auch einen ETF-Kurs, natürlich auch einen Kurs, wie kaufe ich meine erste Goldmünze, einen Geldgrundlagenkurs, also 10 solche Jahresmitgliedschaften. Und dann gibt es ein sehr wertvolles Mentoring von mir. Das ist das einzige Mentoring, das ich in der Gruppe live mache, einmal, manchmal zweimal im Jahr. Das ist das Immobilien-Mentoring. Das ist von null zu deiner ersten Immobilie. Und ich würde jetzt tatsächlich hier mal das mache ich gleich, starten. Es gibt nicht sehr viel dafür zu tun. Ganz viele von euch haben das schon getan, was dafür zu tun ist, und zwar dir einfach für 18 Euro dieses Buch zu holen. Ja, wohlgemerkt, ich will dieses Buch verkaufen. Wenn du dir dieses Buch geholt hast, kannst du einen Screenshot, ein Foto vom Kaufbeleg machen und kannst das schicken an gewinnspiel@mikehager.de. gewinnspiel@mikehager.de. Ich schreibe es gleich in den Chat rein. Und das Einzige, was dafür zu tun ist, ist, hier auf die Seite zu gehen. Das geht direkt zur Amazon-Seite, dort das Buch zu holen. Ja, wenn du mehr Bücher kaufst, sind mehr Lose in der Lostrommel. Und das ist ja mein großes, das ist ja das, was ich mir die ganze Zeit denke. Von den Testlesern und von denen, die dieses Buch bis jetzt gelesen haben, ich glaube an ein paar Sachen ganz fest. Ich glaube, wenn du dieses Buch gelesen hast und die Sachen umsetzt, kannst du und wirst du dir ein Vermögen aufbauen. Und ich garantiere dir, das werden die best investierten 18 Euro deines Lebens sein.
Und ich glaube zwei weitere Sachen. Ich glaube, du wirst dieses Buch sehr vielen Menschen empfehlen wollen. Und ich glaube, du wirst dieses Buch auch verschenken wollen, weil das Wissen da drin sehr ansteckend ist. Und deswegen, wie haben wir früher immer gesagt, mit den Bonbons, nimm zwei. In dem Fall sage ich dir, nimm am besten gleich drei. Dann kannst du eins lesen und kannst zwei verschenken. Jetzt schaue ich noch mal kurz in den Chat rein, ob da noch... Nein, Barbara, es muss nicht Amazon sein. Um Himmels Willen, sehr gern unterstützt euren Buchhändler vor Ort. Super, kannst genauso gut den Beleg fotografieren. Mega cool. Ich schreibe jetzt hier auch noch mal gewinnspiel@mikehager.de. Das ist die Webseite und es läuft bis Ende dieser Woche. Also bis Ende dieser Woche ist Chance. Ist E-Book auch möglich? E-Book ist auch möglich, ja. Wenn du mir einen großen Gefallen tust, kaufst du nicht das E-Book, weil, oder zusätzlich das E-Book, weil tatsächlich zählt das E-Book nicht für die Spiegel-Bestsellerliste. Oh mein Gott. Was ganz lustig ist, ne? Dann, auch wenn du das Buch schon hast, schick einfach einen Beleg. Du kannst ansonsten auch ein Foto von dir mit dem Buch schicken. Hey, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin großzügig, fülle und ich tue da nicht blöd rum. Genau. Ich habe, also übrigens, ganz großartig, wie viele von euch, wie lange hier mit dabei sind. Ich habe ganz viele bekannte Namen auch gelesen. Freue mich sehr, dass ihr alle heute Abend da seid. Und Stefan, vielen, vielen Dank, dass du das hier gemacht hast, mein bester Freund. Danke dir. Eine Ehre. Ich weiß, was das für ein Tag heute für dich ist. Und deine roten Wangen zeigen nur, dass dich sehr, sehr viel heute sehr bewegt hat. Schade, dass wir nicht zusammen sind jetzt, würde ich dich drücken und würde dir gratulieren zu deinem Buch, das heute erschienen ist. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Viel Erfolg dafür. Wir sehen uns sehr bald und du sollst die letzten Worte haben. Es ist dein Tag. Es war mir eine große Freude. Es ist tatsächlich heute. Für mich ist es wie ein Vater, der sein erstes Kind bekommen hat. Ich habe natürlich bin ich auch der Vater, der denkt, dass seine Tochter die schönste von allen ist. Mir geht es ja darum, weißt auch wenn ich sage, hey, ich möchte die Spiegel-Bestsellerliste oder so erreichen. Die Spiegel-Bestsellerliste ist deswegen so wichtig, weil du dann natürlich, wenn du in der Buchhandlung bist, gibt es da dieses große Regal mit den Bestsellern. Und warum will ich das? Ich möchte das, weil ich so viele Menschen wie möglich erreichen möchte. Ich möchte so vielen Menschen wie möglich im deutschsprachigen Raum, hoffentlich und vielleicht auch irgendwann mal im englischsprachigen, wenn das Buch übersetzt wird, zeigen, dass es jeder schaffen kann, ein Vermögen aufzubauen und wie das geht. Und dass es nie zu spät ist, anzufangen. Und warum möchte ich das? Ich möchte, dass Menschen lernen, ein Vermögen aufzubauen, weil ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der die Menschen in Freiheit leben, in auch finanzieller Sicherheit leben, dass, ich sage das immer, positiv gesprochen ist es wie der Meeresspiegel. Wenn der Meeresspiegel steigt, werden alle Schiffe, alle Boote mit angehoben und auch die, die am Schwimmen sind, werden mit angehoben, um dann hoffentlich irgendwann auch mit ins Boot reinzukommen. Ich glaube einfach, dass das ein ganz wichtiges Element ist in unserer Gesellschaft, Menschen zu zeigen, dass eben Geld keine Hexerei ist, dass es einfach ist, diese Strategien umzusetzen und dass es schön ist, weil Geld allein ist auch eine Lösung. Wenn du auf Probleme in deinem Leben schaust und dir denkst, hey, welche davon könnte ich mit Geld lösen? Dann wirst du sehen, dass das sehr viele sind. Und das Einzige, was du brauchst dafür, ist nur mehr Geld. Und wie das geht, das habe ich in sehr, sehr einfachen Schritten, so dass es jeder nachahmen kann, in diesem Buch beschrieben. Sag noch einmal Gewinnspiel, weil viele Fragen da kommen. Gewinnspiel@mikehager.de. Danke. Genau. Gewinnspiel@mikehager.de ist die E-Mail. Einfach eine Mail schicken. Ich freue mich sehr, dass so viele von euch dabei waren. Moixi, my dear friend, you know, I love you from the bottom of my lonely heart. Und ich kann auch mein Gesicht machen. Ja, dazu möchte ich nichts mehr sagen. Wie komme ich hier raus? Was muss? Alles gut, alles gut. Ich bedanke mich noch bei allen, die mit dabei waren. Vielen, vielen Dank, Stefan. Danke, Conny, Verena, Wolfgang, Norbert, Stella, Doris, alle, die ich gesehen habe, Kerstin, André, ganz, ganz viele von euch. Nicolas Nakashima, Dankeschön. Schön, dass ihr alle mit dabei wart und wie gesagt, holt euch das Buch und wenn ihr anderen was Gutes tun möchtet, verschenkt das Buch. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart, dass ihr mir eine gute Stunde eurer wertvollen Zeit geschenkt habt und wir hören uns wieder. Alles Gute, danke euch, ciao. Danke, ciao, ciao.